Hallo und herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und ihr habt es hinter mir wahrscheinlich schon erkannt, das ist der berühmte Clock Tower von Dufftown. Ja, ich bin in der Hauptstadt des Whiskys, in der Space Out, in Dufftown. Dufftown ist eine kleine Gemeinde, 1600 und ungerade Bürger, mit nach dem Zensus 2011. Wahrscheinlich sind es jetzt schon viel, viel mehr geworden. Ja, ich gehe davon aus, also wenn man sich so anschaut, kleine verschlafene Gemeinde, ich glaube, sie ist immer noch relativ klein geblieben. Aber sie ist die reichste Stadt im gesamten Vereinigten Königreich. Sind die Leute hier alle so reich? Nein, sie produziert am meisten Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner, weil die Stadt 7 Brennereien hat. Und ja, es gibt so diesen alten Spruch, Rom wurde auf 7 Hügeln gebaut und Dufftown auf 7 Brennereien. Ja, und heute schauen wir uns eine dieser Brennereien an und das ist die Mortlach-Brennerei. Ja, wir gehen am Anfang mal wieder ein bisschen auf die Geschichte von Mortlach ein. Und die Geschichte von Mortlach geht sehr, sehr lang zurück. Denn der Name Mortlach ist der Name des Dorfes Mortlach. Ich habe euch ja vorher erzählt, Mortlach liegt in Dufftown. Das lag daran, dass Dufftown der neue Name der Stadt ist. Bevor es Dufftown gab, gab es ein Dorf, das hieß Mortlach. Und ja, das Dorf Mortlach wurde im 7. Jahrhundert nach Christus gegründet. Es war im Grunde eigentlich nur eine kleine Abtei, um der sich dann ein paar Häuser rum gebildet haben. Und ja, diese hieß dann Mortlach. Später wurde dann die Stadt Dufftown gegründet, aber die Brennerei hat sich trotzdem Mortlach benannt. Die Brennerei wurde offiziell 1823 gegründet. Natürlich ist das der Zeitpunkt, wo alle Brennereien offiziell wurden. Die Brennerei wurde sicher schon viel früher gebaut und hatte auch schon viel früher schwarz gebrannt. Der Mann, der sie gegründet hat, war James Findlater und hat die Brennerei relativ lange betrieben. 1837 wurde sie dann jedoch verkauft, teilweise, also sie war immer noch beteiligt, an James und John Grant, also die berühmten Grant-Brüder, die auch die Abelauer Brennerei hatten. Und da wurde teilweise Equipment abgebaut, umgebaut. Sie hatten viele Brennereien, die haben einfach ein gutes Stück gemanagt. 5 Jahre später haben dann die Grant-Brüder die Brennerei vollständig übernommen und sie ist bei den Grants gelandet. Was auch noch sehr wichtig ist zum Erwähnen, 1953 wurde die Brennerei an Alexander George Crowley und seine Söhne Alexander Crowley verkauft. Und der hat die Brennerei dann betrieben und ausgebaut. Seine Söhne waren teilweise aktiv. Alexander Crowley war ein Doktor aus den Kolonien, aus Hongkong. Damals war Hongkong noch Teil des britischen Königreiches. Und der ist dann aus den Kolonien zurückgekommen, hat seinem Vater geholfen und der hat die Brennerei sehr stark geprägt. Also es war ein Doktor, der hat auch sehr viel Wissenschaft betrieben und sehr stark im Mischen von Medikamenten war er. Und so hat er auch gesagt, okay, ich werde die Brennerei führen wie ein Mediziner und werde mir verschiedene Rohbrände zusammenmischen. Also er hat verschiedene Rohbrände gemischt, schneller, langsamer, auf verschiedenen Destillen und hat die dann gemischt, um genau den richtigen Geschmack zu finden. Da werden wir später noch ein bisschen näher drauf eingehen, weil das ist wirklich genau das Herzstück, worum es bei Mortlach geht. Die Destillation und die Anzahl der Brennvorgänge. Die Brennerei wurde später irgendwann dann bei einem Scottish Malt Distillers verkauft und so ging die dann in die Distillers United über und aus Distillers United entstand dann der große Konzern Diageo und der betreibt die Brennerei heute immer noch. Die Brennerei kriegt ihr Wasser aus mehreren verschiedenen Quellen. Wir haben einmal den Fluss neben der Brennerei, dann haben wir noch den Cat's Creek Burn hinter mir und wir haben noch eine Quelle am Hang des Conwell Hills. Conwell Hill ist einer der etwas kleineren Berge neben dem Ben Rhynes, die eine Bergkette bilden und die Täler trennen.
Der Fluss neben der Brennerei und der Cat's Creek Burn sind ja, schon gute Wasserqualität, aber es reicht nicht aus. Die Brennerei nutzt die zwei Gewässer nur als Prozesswasser, also für die Kühlung der verschiedenen Schritte. Und das Wasser des Conwall Hills, das hat die richtige Reinheit. Das wird dann in der Mash Tun verwendet und daraus wird wirklich der Whisky hergestellt. Bei Mortlach wird das Malz etwas gröber geschrotet. Es wird immer noch auf einer alten Porteous Malt Mill von den 1960ern gemahlen. Aber ja, normalerweise schaut man so, dass man 10% Mehl, 70% Grieß hat. Und hier bei Mortlach wird es etwas gröber eingestellt, dass weniger des Grieses zu Mehl gemahlen wird. Und deswegen haben die hier eher so 8% Mehl und 72% Grieß. Ja, alles ein Stückchen gröber, hat natürlich Vorteile dann in der Mash Tun. Es werden dann der Schrot hinten in diesem großen Trichter gesammelt und insgesamt werden 12 Tonnen von dem Schrot in die Mash Tun mit Wasser vermengt eingeführt bei 64 Grad Celsius. Das Besondere hier ist auch noch, wir haben ein kontinuierliches Verfahren. Das erste wird in einem Batch eingefüllt und danach wird das Wasser kontinuierlich über den Gerstenschrot getröpfelt, über diesen Brei, um den Zucker und die Stärke aus dem Korn auszuwaschen. Während dieses Auswaschens gibt es auch noch ganz viele Enzyme, die die Stärke zerlegen und das Ganze noch viel zuckriger machen. Also der Großteil der Stärke wird in Zucker umgewandelt. Die Temperatur des draufgetröpfelten Wassers wird dann kontinuierlich auch erhöht von 72 auf 88 Grad Celsius. Am Ende kommen wir dann mit ca. 54.000 Litern fertigen Wort raus und das geht dann weiter in die Fermentation. Wir haben hier 6 Washbags mit jeweils 54.000 Litern Volumen. Sie sind alle aus gewöhnlicher Douglasie, also sehr traditionell hölzern. Und bevor das Wort eingefüllt wird, also der breiige, zuckrige Gerstenschrot gelöst, wird das Ganze nochmal runtergekühlt auf zurzeit 16 Grad Celsius. Wenn es ein bisschen kühler ist, kann man da noch ein bisschen hochgehen auf 18 Grad Celsius. Die Temperatur wird dazu verwendet, um die Geschwindigkeit der Fermentation zu beeinflussen. Bei Mortlach wird ca. 50 bis 60 Stunden fermentiert, um einen richtig kräftigen, würzigen Wash zu bekommen. Also das Bier ohne Hopfen, das für die Destillation verwendet wird. Es gibt noch einige wenige Shifts, die haben eine Fermentationsdauer übers Wochenende. Da kann es dann bis zu 100 Stunden hochgehen. Aber hier hat man sich so ein gewisses Rezept ausgearbeitet und weiß, wenn man 5 Tage die Woche arbeitet oder wenn man 7 Tage die Woche arbeitet, wie man die Dauern und wie man die Menge einstellen muss, dass man auf die richtigen Geschmäcker kommt. Also wie gesagt, Mortlach versucht auf einen kräftigen, würzigen, intensiven Geschmack zu kommen. Ich habe euch ja während der Geschichte erzählt, dass Dr. Alexander Cowie ein Fable hatte für das Mischen. Ja? Und er hat hier relativ viel mit dem Rohbrand gemacht und sogar eine Mischung des Rohbrandes ist am Ende das Rezept geworden. Also haben wir eine 2,8-fache Destillation, wobei verschiedene Rohbrände zusammengemischt werden und deswegen die 2,8-fache Destillation rauskommt. Was das Erste, was auffällt, ist, wenn man hier so ein bisschen sich entlang schaut, keine Brennblase sieht aus wie die andere. Also es sind alles verschiedene Brennblasen. Ja, aber nichtsdestotrotz, es gibt Ähnlichkeiten zwischen den Brennblasen. Denn sie sind alle relativ hoch und relativ dünn. Und sie haben alle einen Refluxbau. Ich gehe mal ein bisschen näher jetzt auf diese Mischung drauf ein. Wir haben die erste Brennblase, das ist die große Wash Still. Die arbeitet zusammen mit der vierten Brennblase, das ist die große Spirit Still. Die produzieren eine ganz normale doppelte Destillation, wie man es auch von anderen Brennereien kennt.
Brennblase 2 und 3 sind kleinere Washstills, die auch einen Intermediate, einen Zwischenbrand produzieren. Und dann geht es weiter hinten mit der Wee Witchy. Das ist eine besondere Brennblase und nach einer anderen kleineren Spirit Still. Und da gucken wir uns mal an, was dann da so passiert. So, wir waren ja gerade bei der Washstill Nummer 2, Nummer 3. Und das Interessante ist, dass das, was aus der Washstill Nummer 2 und Nummer 3 rauskommt, anders klassifiziert wird als in anderen Brennereien. Eine Washstill hat normalerweise nur Herzstück und Pot Ale. Und hier wird unterteilt in Herzstück, Nachlauf und Pot Ale. Relativ unkonventionell. Also normalerweise sagt man nicht, dass es bei einer Washstill einen Nachlauf gibt. Wird aber hier bei der Brennerei gemacht. Und dann kommt es zu einem komplizierten Verfahren. Es gibt sogenannte Dud Runs, wo der Nachlauf, verschiedene Vorläufe und andere Sachen wieder verwendet werden. Und hier in der Wee Witchy kommt es dann zu einem Dud Run. Und dort werden die dann nochmal destilliert und eben an der Stelle dreifach destilliert. Und das Interessante ist, sie haben sie echt schön benannt und man sieht ja auch so ein schönes Blechschild und auf dem Manhole ist dann auch noch so eine Hexe abgebildet. Na, ist etwas verspielt hier in der Brennerei. Also ja, die Washstill Nummer 5 von vorne gezählt ist dann die letzte Stufe, in der da der Rohbrand ja, nochmal gebrannt wird. Wobei dann an verschiedenen Stellen der Rohbrand benutzt wird und zusammengemischt wird. Und am Ende kommt man dann auf die alte Mischung, die der Dr. Alexander Cowie formuliert hatte und die ist dann bei 2,81. Die Originalniederschrift, wie es zu machen ist, wird aber ganz sicher in einem Safe irgendwo weiter im Süden gelagert. Aber Mortlach ist bekannt in Dufftown als The Beast of Dufftown, weil nach diesem ganzen Rezept und nach dieser ganzen Destillation haben wir einen relativ kräftigen, leicht schwefligen, rassigen Rohbrand. Und ja, mit einer hohen Destillationssäule, mit einem Refluxball, sollte man eigentlich nicht so einen kräftigen Whisky haben. Und warum das trotzdem so einen kräftigen Rohbrand gibt, das werde ich euch gleich draußen mal zeigen. Das Besondere ist nämlich bei Mortlach, dass sie die alten Warm-Tubs haben. Wir haben hier diese Tonnen, die sind aus wirklich schön Lärchenholz, ja, schöne alte große Warm-Tubs. Und das Besondere an Warm-Tubs ist, dass sie viel weniger Kupferoberfläche haben als die normalen Kondensatoren mit Gegenstromwärmetauscher. Und das bedeutet, er hat viel weniger Kupferkontakt und der Kupferkontakt macht normalerweise den Whisky weicher, angenehmer. Ja, das fehlt hier und deswegen haben wir einen viel rassigeren Whisky und viel kräftigeren, würzigeren Whisky und das ist das Beast of Dufftown. Normalerweise ist Mortlach für ihre Sherryfässer bekannt. Früher wurde Mortlach sogar fast exklusiv in Sherryfässer abgefüllt. Heutzutage hat man zwischendrin auch noch ein paar amerikanische Weißeichfässer, wie dieses hier. Das ist ein Ex-Bourbon Hogshead, also ein nachgebautes Fass aus amerikanischen Weißeichenfässern. Und was sehr interessant ist bei Mortlach ist, dass der Brennereicharakter etwas, ich würde mal sagen, mehr nachhaltiger oder stärker und insgesamt weniger abnimmt über die Lagerung. Also wenn wir einen normalen Whisky haben mit einem sehr, sehr leichten Charakter, dann kommt durch die Fasslagerung natürlich viel Geschmack mit rein. Das ist bei Mortlach auch der Fall. Aber der Destilleriecharakter nimmt bei Mortlach weniger stark ab. Das heißt, auch bei älteren Whiskys kann man immer noch gut herausschmecken, was der Destilleriecharakter ist. Und noch ein bisschen merkt man eben, ja, das ist ein richtiger Mortlach. Und den werden wir jetzt gleich mal in einem Interview probieren. Ja, das war's jetzt mit der Produktion und weiter geht's mit einem kleinen Interview auf Englisch. So, this was it with the production and now I'm having a little interview with Rune Molvik.
You've been 20 years within the industry. Yeah. You've been doing everything from malting to distilling to warehouse management and even bottling. So thank you very much for having us here. Thanks for showing us around the distillery. Absolutely. Nice to have you here as well. Yes. So we have a great range at Mortlach now. What are we going to have today? Okay, so we are really excited about the new range. So it only came out last year. And what are you going to talk about and taste today? It's going to be the 12-year-old. Okay. So we're going to have the 16-year-old. And we're going to finish off with the pinnacle of the range is 20-year-old. Okay, quite a nice range. And yeah, let's have the 12-year-old. So what is matured? How what's the style? Okay, so the 12-year-old is what we would probably call is the closest one to the distillery kind of character. So what you have obviously it's quite good color in it. It's a combination of American and sherry casks. So when we're talking about Mortlach as a whiskey, you know, it's the beast of Duftan. And we talk about it being probably, without being smoky, it's probably the closest you get to a peaty whiskey without the smoke. So it's that bold, bold new make spirit. And we combine it with here in American and sherry casks to retain that still a sulfur meaty new make, but combined with those vanilla dried fruit characters so as well. It's quite intense. Is it 46%? It's actually, you can see here, all of them are the same 43.4%. Okay, that's quite odd. Yeah, well, did you find like that's the best? Or? That is the best that this whiskey comes out at. And if you think about our master blender Craig Wilson, who's developed this pack or this trio of whiskies, he's the one that's kind of developed based on what we can offer and what the customer is looking for as well. And I think he's done a really good job in terms of the final product. Okay. We're really proud of it. So you said it's bourbon and sherry oak. Yeah. Is it a mixture or is it a finish? Yeah, it's a mixture of both. So it's so you have aged in American for 12 years and you also got some in sherry for 12 years. Oh, okay. Minimum of 12 years. So would you don't tell the ratio? No. Oh, it's a secret. Of course, we need to keep some to ourselves. Oh, it's lovely. Okay. Yeah. Slange. Okay, the nose was, I would have said, a bit milder. But now you really feel the beast of Duftown. It's quite spicy, eh? Whoa, yeah. Even a bit aromatic, like a slight vanillic nose. So you really don't have any peat in there? No, none. Oh, okay. It's rich, spicy. I like it. Good. So, but you call yourself a Speyside distillery. Yeah. But you're not the stereotypical Speyside distillery. No, yeah. It's obviously it's a best kept secret. So if we look at Duftan, because seven distilleries up here, well, that was how it started out with seven distilleries. Think about the best kept secret was Mortlach in terms of the richness was favorite by blenders. So much so that Johnny Walker bought it in 1923 to keep that and use that for blending as well. So the blenders have kept that themselves until the last few years. We managed to get some of this released as single malts as well. When you released it, so you created a whole new range. Yeah. That's quite an exciting step. How did you do that? Was that production-led or market-led? Or how does that work? I think there has always been Mortlach amongst all the connoisseurs of whiskies. They're always seen as Mortlach as a really, well, we see as almost like the crown jewel in what we have. But the interest has always been there. We had a range previously. And we learned from that. We have now created something that is the consumer wants. And I think the feedback we have from, you know, having done tastings here, having done tours, it's been really good. And
people are enjoying what we're presenting to them. So, but it's been led by the, we have a whiskey team down in Scotland, and Craig Wilson, who's the master blender, has been the kind of working with the markets, working with ourselves to create this these three varieties. We also got the fourth one, which is the 14-year-old as well, for duty free. So he's been the kind of the nose and the taste of it, if you will. So did he come often around here and Craig, talk to you? Craig speak to us, and we obviously we it's close to what we're doing, and also so with the maturation part of it as well, to make sure that we are putting things into the correct wood. So that what he is looking for, or we are looking for from a flavor profile, is what we get at the end of it. So it's pretty, yeah, it's a teamwork. Okay, very nice. So now we're moving up to the 16-year-old, right? Yeah, the 16-year-old was probably... I think we gave it a whiskey award. I think I've already tried that one, or was that honest? I'm not quite sure. So yeah, I know that it's good, but yeah. let's try it anyway. Yeah, absolutely. Here you go. That's for that one. So for the 16-year-old, so what we have is, if you look at the color of that one, you know, it's got pretty good color. It's a bit more color than the 12-year-old. So this is purely and sherry casks. Pure sherry cask, absolutely. The difficulty we had with this one to develop it was that amongst the supporters or fans of Mortlach was this flora and fauna. It's always hailed as an absolutely fantastic whiskey, and it absolutely is. So to come up with a 16-year-old to match that one is always going to be difficult. But I think what Craig has done with this, he's done it justice, and we've come up with something that is really, some say, even better than the flora and fauna. But I'll let you decide. Oh, yeah, the flora and fauna was your main whiskey for years. Yeah. And it kind of competes with the 16 now. Yeah. So yeah, there is no more left of the flora and fauna, I'm afraid. So, but we think this is the best one. You know, they're big shoes to fill, but let's give it a try. So what do you think of this one in terms of from the 12 moving up? I'm amazed that it's not harsh on the nose. It's pretty nice on the nose, but I'm afraid that the beast's gonna hit me again with the taste. Let's have a look. This is one of these strange ones again. You do have a bit of a roundness, creaminess from, I would say, the Oloroso casks. But there's also, when you swallow it, you do feel the spiciness, you do feel a bit of a hotness even, like a... Yeah, it's... Now that you come to the finish, that it even gets more spicy and more intense. It's one of these roller coaster whiskies where you're like, nice start, then you try it, oh, it gets spicier, oh, it really picks up. Yeah. No, it has a long finish on it. You feel that, you know, in terms of the sherry cask, the tannins coming through at the back of your tongue. It's holding on to that a slightly kind of bitter sweetness at the end. And a little bit of chocolate note as well. A little bit of a bittersweet chocolate note in the end. Yeah. I like it. Good. So you brought out the new range, and it's pretty good. I do like it. I do know the customers also like it. Good. As they buy a lot. And are you thinking about expanding the range at all? Is there anything new coming? We've heard a bit of a rumor, I think a few weeks ago, about a GOT coming out. So I suppose from our point of view, it's like we got the 12, 16, and 20. Mm-hmm. We also got the duty free, which is a 14-year-old, which is actually the most spicy one in the range. Oh, okay. It's actually very worth trying as well. If you're ever traveling, it'll be on duty free. Anything new coming? Yeah, there has been. This year we always had a 47-year-old Mortlach coming out. Really exciting as well. But watch this space.
I'm sure there'll be things coming out. We had exciting things at the distillery this year in the Whiskey Festival, where we had a fill your own bottle. So that was a 19-year-old sherry cask, and people come down to the warehouse there and filled it. Cool. Put the name onto the ledger, and I thought that was really cool. So you're not open to the public like as in always, but that's correct. During the Whiskey Festival, you do take tours. We do advertise tours. We've been doing that the last few years. Mm-hmm. And do you have to register first? Or? So if you go into the Spirit of Speyside website, I think it's the end of January they open up for tours, or you can buy tickets. So that's what we would do, ask people to go in there. Okay, and then you'll accept these visitors as well? Yeah. Oh, okay. So, yeah, if you want to... But it's a limited space, so you need to be quick. You need to be quick. Is it already sold out for next year? No, it hasn't been even advertised for next year. So, okay. So we have not finalized what we're doing in the beginning of May next year. So, I can't guarantee that we will have loads of tours, but hopefully we'll be doing something. Okay, I'm really excited about the 20-year-old because I said in the warehouse that it's a bit more sustainable for the distillery character, so it doesn't faint off with the 20-year-old whiskey. Because usually, if you have a lighter spirit, then you only get casks with a 20-year-old whiskey. So I'm really excited about this one. Yeah, if it's still that spiciness from the distillery character. Yeah, I think. Here we have the 20-year-old here. So if you think about this one, you know, so compared to the 16-year-old, it's not as dark in color. Ooh, okay. That's unusual. So what's it matured in? It's matured in a combination of sherry and also some ex-American as well. Okay. So what you will have is, you know, the 12-year-old gives you a real... hangs on to that distillery character. The 16-year-old is more a sherry, but still have that spiciness or richness or Mortlach. This one is actually, it's a bit more mellow in terms of taste, but it's so much, it's almost like a creamy type Mortlach, but you still have the distillery character after 20 years, not overpowered by the sherry. It's a bit really balanced. Sure. Absolutely, yeah. It's a more balanced, I think it's, you know, the Blue Seal, it comes from Cowie's Blue Seal, which is George Cowie and Alexander Cowie. And it's... So the Blue Seal, that Cowie's Blue Seal, there used to be a whiskey, right? Yeah, it used. So what was quite interesting was that one of George Alexander Cowie's relatives were working in a cottage that once used to belong to them and renovating it. And she found this case of bottles of whiskey, and it's called Cowie's Blue Seal. And what we think is that that's what they kept for themselves, but that was the best stuff. Okay? Okay. So we thought, well, we'll need to base a 20-year-old on the best of what the Cowies actually made. So, and that's why it's called the Blue Seal. So you got your master blenders to taste that old stuff and... Absolutely. I think that's, you know, Craig is, as I said, Craig Wilson and the team down there has done an amazing job in terms of getting those, you know, gets three whiskies here, but are quite different, but still have that Mortlach feel to them. So, and a 20-year-old just finishes beautifully the range, and I hope you find that. And the 12-year-old is called the Wee Wiki, so it's a bit more for the distillery character, what you said, like... Represents the distillery pretty good. Absolutely. And this one is the old one. Oh, okay, I like it. I like the style and the little details on it. Yeah, yeah. It's good. Cheers. Cheers. A lot of maturity. So you get a good more amount of oak. Still a bit of spiciness in the back, and it, as it progresses, it becomes stronger. So that's a bit of the Mortlach spiciness that. Yeah. So the distillery character lives more in the aftertaste then? So like the middle or later parts? Yeah, I think you definitely get some of the American vanilla-y sweet notes.
Oh, you do. And you have that spicy, but the kind of dry fruit type mm-hmm. that is not as dominant as what you have in the 16-year-old. Mm-hmm. So it's a much more, it's a really balanced between the two kind of wood types. Plus mm-hmm. you have that nice distillery, spicy kind of meatiness mm. is still there in the background as well. Mm. I like that. I like the 20-year-old. It's a really well-balanced whiskey. Mm. If you focus on the fruity side, you do get a bit of fruitiness. Mm. Yeah. If you focus on the distillery character, you have a bit of a spiciness, you have a bit of an oak. There is, I mean, that with the maturity, there's a bit of a roundness, a bit of a settled note to it. So that's a good drum. I like it too. And the cowies liked it as well. Yeah. Mm. Good. But if you put so much heart into it, I wouldn't expect anything else from it. Absolutely. No, it's I think that's for us, it's it's so exciting at the distillery to have, you know, this new range out. It's a lot of excitement for the operators that work here, for the team around here as well. So it really is, and it's good to get visitors to come and share this with as well. Oh yeah, it's nice to see. So one last question. I'm seeing here there's a cup of jigger, a cup of mixing spoon, and so I've seen a bit of a shaker over there. Are you getting a bit into the cocktail mixing business? Yeah, I'm not. I'm not really a cocktail maker myself, but but what I would say, so the 20-year-old, I probably wouldn't use that for cocktails. But at the end of the day, it's a personal choice. You know, we do encourage ourselves as well to try different things. Mm-hmm. So although we love them straight, like we have them now, or mm-hmm. with a bit of water, or whatever you prefer, mm-hmm. I do have a sweet spot for if you make an old fashioned of a. Wort-like 16-year-old. Mm. And yeah, it's a Wort-like 16-year-old I would make it from. But it's absolutely beautiful. And mm-hmm. I would recommend trying something like that, even with a 12-year-old as well. Mm-hmm. I think, you know, just, you know, doing it traditional is great, but also having that, mm-hmm. Thinking about what it could be if you try something different. And it also introduces new people, you know, to the whiskey, the kind of category as well. So mm-hmm. there's no rules. If you want to try it, why not? Yeah, it's always a matter of taste. Absolutely, absolutely. It's always a matter of taste. So we keep that, and we have made some cocktails here, where we continue to do that as well. And, okay, yeah, I'm really excited about that in the future. Absolutely. So yeah, thank you very much for showing us around. It's a pleasure. Thank you very much for the whiskey. Yeah, it's a pleasure. Absolutely. Yeah. So thank you very much for watching. If you found this video interesting, then please feel free to share it with your friends, and see you next time.